Hallo Schütze, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Schütze. Hinter dem Deck der Hierophant. Also nicht mehr und nicht weniger. Der Hierophant. Hinter dem Deck für dich als Energie für kommende Woche. Der Hierophant steht als ein Stier. Einen wichtigen großen Arkana. Nummer 5. Spricht schon von vornherein über Veränderungen. Schütze. Halt dich fest, es kommen Kurven. Also, das sage ich dir schon. Also, die Nummer 5, der Hierophant als Energie für dich für kommende Woche, finde ich schon minimum interessant, ja? Der Hierophant ist ein Lehrer, eine Behörde, eine Person, die hilft. Das ist eine Person, die. Es gibt hier eine wichtige Kommunikation, Schütze. Es gibt schon eine wichtige Kommunikation hier. Das kann hier meinen eigenen Vater sein, meine Mutter, meinen Ehemann, meinen Ex. Das kann ein Großvater sein. Du merkst ja, also ich kann von einer Behörde reden bis zu die eigene Familie reden. Ich kann über einen Chef reden oder über eine wichtige Person. Ich kann hier über die Gesundheit reden. Ich kann hier schon über viele Sachen reden. Ich sehe hier, du siehst ja fünfte Kelchen und der Hierophant. Also eine Person möchte sich hier entschuldigen, in manchen Fällen. Eine Person ist traurig. Eine Person ist traurig oder eine Person bereut eine bestimmte Situation hier. Jemand möchte hier vom Herz zu Herz reden und sich entschuldigen oder irgendwie einen wichtigen Gespräch haben. Augenblick bitte, Schütze. Ich habe nämlich etwas vergessen. Auf den Würfeln kam für dich nämlich Sternzeichen Löwe. Genau. Vergeben und lernen, ne? Tatsächlich. Ich spüre hier schon so eine Energie. So eine Energie von einer Person möchte sich entschuldigen. Vom Herz zu Herz reden. Und dann haben wir die Karte von Vergeben und Lernen. Also irgendeine Situation zeigt sich hier für dich, Schütze, für kommende Woche mit einer wichtigen Energie, weil das ist der Hierophant hier. Oder die Situation hier ist wichtig. Das ist der Hierophant. Verpflichtet dich. Steht nämlich auch hier. Und dann fokussiere dich auf göttliche, perfekte Gesundheit. Denn der Hierophant kann auch mit der Gesundheit zu tun haben. Es ist einfach nur gerade interessant. Schütze, Augenblick bitte. Libera tuo spazio. Ich
denke schon, dass eine Person hier eine Versöhnung möchte. Aber schaue bitte jetzt, Schütze, die Karten, die für dich für kommende Woche gekommen sind. Die Karte der Turm, der Tod und zwei der Stäbe. Ja, wir reden hier über eine Situation, die man beendet hat. Interessant. Es kann möglich sein, dass du mit Sternzeichen Wassermann eine Synchronisierung hast. Sag es nur jetzt nebenbei. Sternzeichen Wassermann. Bei dir auf den Würfeln ist Sternzeichen Löwe und die Nummer 10. Die Nummer 10 spricht auch wieder über diese Ende. Schütze, die Karte der Turm und der Tod spricht schon über eine Transformation in der Familie. Diese Transformation hier kann über eine Scheidung reden, eine Trennung, einen Verstorbenen reden, eine Person hat uns verlassen. Ich rede nicht, dass das geschehen wird, das ist bereits geschehen. Jemand ist in der Familie gestorben, wir haben einen Verlust in der Familie. Nochmals, eine Synchronisierung mit Sternzeichen Wassermann, eine starke Synchronisierung. Also entweder ist das hier, einen Verlust in der Familie, man sieht sogar einen Erbe, eine Person hat einen Erbe hinterlassen. Sonst nochmals, ich kann hier über eine Kündigung reden, ich kann hier über einen Umzug reden. Alles spricht über eine Trennung und eine Trennung kann über vieles reden. Das alles können wir als Trennung bezeichnen, ja? Kündigung, Umzug, Tod, Scheidung und so weiter. Das sind alles eine Trennung, ja? Und das sieht man hier mit diesen zwei Karten. Ein Ende in einer Situation, die Karte der Turm und die Karte der Tod. Es ist, also Schütze, hier zeigt sich irgendeine komplizierte Veränderung. Ja, Sternzeichen Skorpion, ne? Also, Sternzeichen Skorpion zeigt sich hier sehr, sehr stark sogar. Sternzeichen Skorpion. Zweite Stäbe sagt mir, dass eine Person hier sehr stark am Nachdenken ist. Eine Person denkt über diese Situation nach. Sternzeichen Löwe nochmals, zeigt sich tatsächlich bei dir auch. Also das kann über einen Ex reden, zum Beispiel jetzt, Schütze, ja? Einen Ex. Einen Ex schaut zurück und denkt nach. Einen Ex schaut zurück und denkt, schau mal, es tut mir leid, ich habe Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht, ich habe mich geirrt. Die Legung kann sich ja spiegeln für die Crosswatchers, das ist ja ganz normal auch. Und die Sache ist, eine Person hier bereut eine bestimmte Situation, eine Person hier möchte sich wirklich entschuldigen, möchte es wieder gut machen, eine Person hier möchte sich, wie gesagt, entschuldigen und jemand ist hier sehr stark am Nachdenken, was alles geschehen ist und so weiter. Sternzeichen Skorpion, Sternzeichen Löwe bei dir sehr, sehr stark. Sternzeichen Stier, nämlich auch Schütze. Egal, wer diese Person jetzt für dich ist, weil es ist egal, aber du siehst ja, was ich hier habe. Ja? Ich sehe schon eine komplizierte Situation hier. Sogar nochmals einen Schluss mit jemand. Aber eine Person blickt halt zurück und schaut sich die ganze Situation an, ist sehr stark am Nachdenken, hat etwas vor, sogar eine Person, die irgendetwas vorhat. Gerade sehe ich die Nummer 333 in meine Uhr. Bei Sternzeichen Jungfrau kam diese Nummer sehr, sehr oft gerade gekommen, die Nummer 333. Ja, also zeige ich dir gleich, hier hast du die Nummer 333, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Ja. Kommt bei Sternzeichen Jungfrau gerade sehr oft, ja, diese Nummer. Also Schütze, ich weiß nicht, was das ist, aber die Energie ist ganz, ganz komisch.
Der Herrscher. Die Legung kann sich ja spiegeln, haben wir ja gesagt, oder? Ich sehe hier tatsächlich einen Ex, einen Ehemann, Ehefrau. Die Mutter oder der Vater deiner Kinder. Deinen eigenen Vater, Großvater, deine eigene Mutter. Einen Herrscher, eine Frau kann die Energie von einem Herrscher auch haben. Ja? Von da aus, ich kann hier perfekt über eine Frau reden. Ja? Denn wir reden nur über Energien. Ja, und eine Frau kann die Energie haben. Also von da aus, Großvater, Großmutter, eigenen Vater, Mutter, Ex, Mutter deiner Kinder, Vater deiner Kinder oder einen Chef, eine Chefin. Wenn diese Person nichts von die, für dich ist, also eigentlich, das ist ein Chef oder eine Chefin oder eine Person, die verheiratet ist oder in einer familiären Situation sich befindet. Ich kenne deine Situation nicht. Ich sage dir nur, dass der Herrscher da ist, Sternzeichen wieder. Du siehst die Sternzeichen, die wir auf dem Tisch haben, sehr stark sogar. Skorpion, sehr stark. Skorpion, Stier, Fische, Krebs, Waage. Wieder Löwe, Jungfrau. Schaue bitte jetzt, Schütze, die Karte. In der Mitte achte Stäbe. Die Energie sagt, diese Situation wird sehr schnell kommen. Also in manchen Fällen ist gerade, passiert gerade jetzt bei dir oder sonst bald. Also am Wochenende oder sogar. Sehr, sehr schnell. Also diese Energie, wir reden, dass diese Energie für kommende Woche spricht, aber das kann jetzt hier im Moment passieren, weil die Energie zeigt sich bei dir schnell. Wir reden hier über eine Handlung. Eine Person möchte hier was machen, tatsächlich. Ja? Aber die Energie zeigt sich dubios. Wenn ich dir ehrlich bin, ja. Siebente Schwerter, achte Stäbe und die Karte der Mond. Diese Person hat hier, jemand hat hier eine Strategie. Eine Person hat eine bestimmte Strategie. Also nichts Gutes. Ich denke, diese Person ist nicht ehrlich. Du, als ich deine Karten jetzt zusammengemischt habe, Schütze, hat sich der König der Schwerter umgedreht. Der König der Schwerter ist Luftelement. Sternzeichen Wassermann, Waage, Zwilling. Ich sage es dir nur, weil ich hatte dir ganz am Anfang gesagt, dass vielleicht hast du mit Sternzeichen Wassermann eine Synchronisierung, wegen die Karten, die jetzt hier gekommen sind. Wenn das nicht so ist, kein Problem. Ich sage es nur, weil manchmal ist nur interessant, ja, die Synchronisierung. Ich spüre hier eine Handlung von einer Person, eine Person, die. Wer diese Person für dich ist, kannst vielleicht doch du sehr gut wissen. Diese Person ist eine Person, die lügt, die nicht die Wahrheit sagt. Ist eine Person mit, ja, etwas hat diese Person vor, aber ist, ich spüre hier keine gute Energie. Warum? Wegen die Kombination, tatsächlich. Wegen dieser Kombination, dem Schütze. Die Karte der Tod mit der Karte der Turm. Es ist ja klar, dass es einen Grund gab, warum diese Karte der Tod und diese Karte der Turm da ist. Es gibt einen Grund, warum diese Situation beendet wurde. Es ist nicht umsonst. Die Sache ist, die Energie zeigt sich ein bisschen dubios. Es wurde hier eine Ungerechtigkeit gemacht. Etwas war nicht richtig, war nicht fair. Schütze, die Karte der Gerechtigkeit, siebende Schwerter und die Karte der Turm. Es ist deutlich, eine Person bekommt von seinem Karma zurück. Jemand hat hier nicht richtig gehandelt. Eine Person war hier. Hat eine Ungerechtigkeit gemacht. Und was das auch immer wieder das heißen mag, es ist irgendwie, aber es gab hier einen Turm, einen Schluss, einen Bruch. Eine Person bekommt von seine Karma zurück. Jemand
bekommt von seinem Karma zurück. Und es kommt darauf an, was man hinter sich hat, wie diesen Karma zurückkommt. Also Karma sind ja die Konsequenzen für meine Handlungen. Das ist Karma. Konsequenzen für meine Handlungen. Es kommt jetzt darauf an, worüber wir reden, was für Handlungen das sind. Weil es ist ja klar, es kommt darauf an, wie kompliziert oder wie schlimm ich gehandelt habe, so kommt entsprechend auch mein Karma zurück. Damit hat das Universum nichts zu tun. Das Universum hat damit nichts zu tun. Das sind meine Handlungen. Was meine ich, Schütze? Du hast hier mit einer Person zu tun, und wir wissen ja, dass die Legung sich spiegeln kann, weil das ist ganz normal. Eine Person, die nicht richtig war, die nicht fair war und sogar eine Ungerechtigkeit gemacht hat, einer Person, die jetzt von seinem Karma zurückbekommt. Schütze, für KW20 hatte ich bei Sternzeichen wieder eine dubiose Energie gehabt. Ich meine, du hast Sternzeichen wieder gerade hier. Es kann für dich sogar einen Geschäftspartner oder wie auch immer, wir haben ja darüber gesprochen, wer die Person sein kann. Und das kannst nur du wissen. Bei Sternzeichen wieder, KW20, war eine dubiose Energie da. Eine dubiose tatsächliche Energie. Und ich habe ein ähnliches Gefühl bei dir gerade hier. Sogar Sternzeichen Wassermann, KW 21. Bei Sternzeichen Wassermann war auch eine ziemlich dubiose Energie. Aber ziemlich dubios, weil manchmal kann man Sachen sehen, die nicht zu sprechen sind. Aber ich denke immer, wenn man das halt so nennt, also wenn man sagt, die Energie zeigt sich irgendwie dubios, jeder für sich kann schon ahnen, was das in der Situation was heißen kann und sich dementsprechend auch schützen oder handeln. Weil manchmal gibt es Sachen, die man nicht mal so richtig aussprechen kann. Qué fuerte me parece, te lo digo. Schau mal hier, eine Maske. Nee, ich irre mich nicht. Ich denke, ich meine, ich kann mich schon irren, aber die Energie, die Karten nicht. Hier zeigt sich eine dubiose Energie. Aber das wissen wir doch. Also, ich meine jetzt, Schütze, wenn du gerade sagst, es kommt mir irgendwie nicht bekannt vor, was du mir sagst, ich spüre das gar nicht, dann ist das nicht deine Energie. Weil wenn ich dir sage, dass wir hier mit einer dubiosen Person zu tun haben oder Situation, du musst das spüren. Weil sonst ist das nicht deine Energie. Und ja, natürlich, Schütze, wie gesagt, das kann perfekt der Vater oder die Mutter deiner Kinder. Perfekt. Und das ist ein Ex für dich, weil ich spüre hier einen Ex. Oder eine Situation, die eigentlich schon beendet war. Eine Person, die seine Situation bereut hier und sich sogar irgendwie... Oh, gibt's ja nicht, oder? Schau mal hier. Die gleiche Karte wie bei Sternzeichen Jungfrau und Krebs, aber in der gleichen Stellung wie bei dir. Sternzeichen Krebs hatte diese Karte in der gleichen Stellung wie bei dir und Sternzeichen Jungfrau auch in der gleichen Stellung wie bei dir. Wow, qué fuerte, ¿no? Hier ist eine Blutprobe, Schütze. Schütze, schaue bitte hier. Bei wem hatte ich das? Bei ihm. Schau mal,
Achte Stäbe und schau mal, das ganze Geld hier. Du bekommst Geld hier, ne? Und das wird schnell kommen. Du bekommst schnell Geld. Warum? Es kommt durch eine Gerechtigkeit. Es wird in deiner Situation wird eine Gerechtigkeit gemacht. Hier wurde bei dir eine Ungerechtigkeit gemacht, wenn ich das sagen kann, also so Ungerechtigkeit. Also es wurde hier etwas nicht richtig gemacht bei dir. In welcher Situation, weiß ich nicht, aber man sieht hier eine gewisse Ungerechtigkeit. Und du bekommst Geld zurück. Du bekommst Geld zurück. Durch eine Gerechtigkeit. Und ja, tatsächlich, hier kommt mit der Gerechtigkeit, Achtung hier, Schütze, deine Legung ist einfach nur interessant. Rauche nicht tödlich. Das Wort tödlich fällt mir jetzt gerade auf. Das Wort tödlich. Denn du hast hier natürlich auch die Karte der Tod. Das Wort Tod ist zweimal jetzt. Was meine ich? Ich spüre hier eine Krankheit. Eine Person, die von seinem Karma zurückbekommt jetzt, ist sehr krank. Was ich meine jetzt ist, Schütze. Tatsächlich, jeder von uns bekommt von seinem Karma zurück. Und es kommt darauf an, was man hinter sich hat. Dementsprechend kommt ein Karma so oder so. Ja, also es zeigt sich anders. Ich sehe bei dir schon eine Person, die dir nicht, ja, nicht fair war und eine Ungerechtigkeit gemacht hat zu dir. Die Legung kann sich für die Crosswatchers spiegeln und das können wir nicht ändern. Das können wir nicht ändern. Es ist so. Die Sache ist, jemand bekommt hier von seinem Karma zurück. Und das, was diese Person zurückbekommt, kann sogar in Form von einer Krankheit kommen. Das sage nicht ich. Das ist da. Für dich kommt sehr viel Glück. Sehr viel Glück. Sehr viel Glück. Schütze. Und ich weiß, manche sagen, die Crosswatcher sagen, nein, das ist nicht wahr, ist Schütze, der mich so verletzt hat und so weiter. Ja, ja, ich gebe dir ja, in deinem Fall gebe ich dir ja auch recht. Aber das kann ich ja nicht wissen. Ich kenne deine Situation nicht. Ich rede generell und die Energie, die wir hier haben, ist für Sternzeichen Schütze. Also, und nein, nicht alle Sternzeichen Schütze haben die gleichen astrologischen Chart. Von da aus, wir verstehen uns ja, was wir damit gemeint haben, werden. Ich kann ja Sternzeichen Schütze in meinen astrologischen Chart haben und diese Legung spricht ja für mich, obwohl ich nicht Sternzeichen Schütze bin. Ich sage nur, weil man soll das nicht persönlich nehmen, sondern einfach für sich nehmen, was man denkt, das spricht für mich. Weil jeder weiß, in welcher Situation es sich befindet. Wenn ich eine Ungerechtigkeit hinter mir habe, das weiß ich wohl. Und ich weiß, wie gut oder schlecht ich war. Ich kann mich lügen, ich kann mich selbst lügen, aber nicht dem Universum. Dem Universum kann ich nicht lügen. Ja? Was ich meine ist, ich habe hier eine neue Welt. Ich habe hier sehr viel Glück. Sehr viel Glück. Sehr viel Glück. In manchen Fällen hat das hier mit einem Gebäude zu tun. Ich habe ein Haus verkauft. Oder ich habe mich jetzt getrennt. Ich lasse mich scheiden oder wie auch immer. Oder es gibt einen Erbe und ich verkaufe ein Gebäude. Ich verkaufe ein Haus. Und ich bekomme jetzt sehr viel Geld.
Schütze, man sieht hier auch einen Wohnwagen. Einen Wohnwagen, das ist eine Illusion, was man hat. Meine Illusion ist tatsächlich, meine Vorstellung ist, einen Wohnwagen zu haben und die Welt, rum die Welt einfach verreisen. Ja, das ist mein Wunsch. Mit diesem Wohnwagen möchte ich überall hin oder überall, wo ich so weit ich kommen kann. Ja, mit meinem Wohnwagen. Es gibt hier so eine neue Perspektive, eine neue Welt, neue Gedanken. Schau mal, Schütze, die neunte Kerzen plus die Liebe ist die beste Medizin. Die Liebe ist die beste Medizin. Und mit Ass des Schwerter kommt diese Person mit einem Tattoo. Es gibt eine Person mit einem Tattoo auf diesem oberen Arm. Gibt es einen Tattoo? Vielleicht sagt dir das etwas, ist ein Zeichen für dich. Spricht das irgendwie für dich hier? Ass des Schwerter, eine neue Situation. Denn neu, das Wort neu, sieht man bei dir oft als Schütze. Neue Welt, Ass des Schwerter spricht auch über was Neues. Uwe, was Neues, ja? Es ist einfach nur interessant gerade, Schütze. Wenn du dir das ganze Video angeschaut hast, wirst du die Synchronisierungen auch sehen, wie ich dir gesagt habe, bei diesen Sternzeichen, ja? Hier ist dieses, wow, Zwillingsflamme. Aber die Karte war andersrum. Ja? Hier sehe ich Zwillingsflamme. Schütze, manche von euch fangen was Neues an. Und das kann auch mit der Arbeit zu tun haben. Es gibt eine Kündigung um was Neues. Ich fange was Neues an, woanders. Es gibt diese Karte, sprichst du über eine Trennung auch, bis die Schulden uns auseinanderreißen. Diese Karte ist bei dir für dich schon mal gekommen. Also diese Karte kam schon mal bei dir, bis die Schulden uns auseinanderreißen. Und das kann über Familie reden oder Arbeit. Das kann über eine Scheidung, eine Trennung reden oder eine Kündigung. Weil wir reden hier über Schulden irgendwie. Also, und das macht man immer, wenn man gekündigt wird oder kündigt oder eine gekündigt oder sonst eine Scheidung. Also es kommt immer irgendeine Trennung und man muss auch, es gibt hier einen Verlust irgendwie. Trotzdem, du siehst ja in der Mitte, Schütze, die Karte, die für dich gekommen ist, ja? Ich spüre hier bei dir Ängste. Ängste, was Neues anzufangen. Eine Konditionierung. Ängste. Es ist einfach nur interessant gerade. Denn das spüre ich wirklich bei dir. Angst für was Neues. Und interessant, die Energie fragt dich tatsächlich, bist du vorbereitet? Bist du bereit? Bist du bereit für eine neue Welt? Oder hast du immer noch Angst, was Neues anzufangen? Hast du manche Konditionierungen hier? Die Energie sagt das, also die Energie, ich spüre hier bei dir diese Energie. Und nochmals, Schütze, nicht nur bei dir. Etwas tut sich hier gerade. Etwas tut sich hier. Und schau mal, ich habe nämlich das hier. Das ist sehr interessant. Vorher habe ich über Stenz, also der König der Schwerter. König der Schwerter, Sternzeichen Wassermann, Waage, Zwilling. Hier ist der König der Schwerter für mich auch. Das ist eine Person, die sehr mental ist und kalt ist und am Nachdenken. Das ist hier auch die Gerechtigkeit. Und hier siehst du eine Mutter und Kind. Das ist die Familie. Das ist irgendwie die Familie. Das ist die Trennung. Und das sind, ja, das ist eine Scheidung. Das ist eine Scheidung. Das ist eine Entscheidung.
Das ist das. Also, was ich bei dir spüre, ist tatsächlich diese Situation. Eine Person, die hinter sich was verlassen hat, was Neues anfängt, aber irgendwie sieht man noch hier diese Nostalgie oder diese, ja, die Nostalgie für das, was man hinter sich hat. Die Familie, diese, ja, die Familie irgendwie. Schau mal, König der Kelchen, sechste Kelchen, Wasserelement, Sternzeichen Skorpion, Krebs, Fische. Doch einen wichtigen Gespräch vom Herz zu Herz. Ich habe hier das auch, einen wichtigen Gespräch vom Herz zu Herz. Tatsächlich, also das ist, was ich hier spüre. Einer Person, die vielleicht nicht loslassen kann oder möchte. Einer Person, die sehr schöne Erinnerungen hat. Ich sehe hier die Liebe. Ich spüre hier irgendwie auch sogar eine geografische Distanz mit einer Person. Einer Person, das, wie gesagt, die nicht bei dir ist. Die Trennung ist ja da, die Trennung sieht man. Aber eine Person hat hier, wie gesagt, etwas vor. Eine Person hat hier diese große Nostalgie, diese Nostalgie, diese Erinnerungen. Eine Person möchte hier wirklich was machen. Ich denke, Schütze, einer Person möchte vielleicht etwas machen, aber irgendwie man möchte, man behält das für sich. Ich sage niemandem, was ich vorhabe, was ich machen möchte, sage ich niemand. Aber eine gewisse Ängste sehe ich hier irgendwie. Schütze, das ist die Energie, die ich hier habe. Ich spüre hier natürlich diese starke Seelenverbindung. Das ist eine starke Seelenverbindung. Aber, denn man sieht diese Verbindung tatsächlich hier. Und nochmals der Hierophant, wir reden hier über wichtige Gespräche von einer Person. Aber, Schütze, du hast hier zweite Stäbe. Zweite Stäbe ist eine Dualität. Also das heißt, ich muss hier sogar eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen. Weil die Energie fragt dich, bist du bereit für eine neue Welt? Bist du bereit für eine neue Welt? Und nochmals, Schütze. Interessant, die Synchronisierung mit Sternzeichen Jungfrau und Krebs. Und ich weiß, ich wiederhole mich, es macht müde, aber ich finde es einfach nur so interessant. Für die, die wirklich in Resonanz kommen. Interessant. Die Energie fragt dich, bist du bereit für eine neue Welt? Oder hast du Angst, was Neues anzufangen und du klammerst an diese Vergangenheit? Klammerst du an diese Vergangenheit oder bist du jetzt bereit für eine neue Welt? Ich weiß, die Energie ist kompliziert, weil es ist leichter gesagt als getan. Es ist immer leichter gesagt als getan. Wenn man sagt, es gibt hier vielleicht diese Dualität, die Vergangenheit ist da und die neue Welt wartet auf dich, aber die Ängste sind ja da, ja, weil die Energie sagt dir tatsächlich, vergebe und lerne, ja. In dem Moment, wo ich meine Familie vergebe oder die Vergangenheit vergebe und loslasse, bin ich natürlich in diesem Hier und Jetzt, kann ich diesem Hier und Jetzt mehr genießen.
Ich weiß nicht, wie du das siehst hier. Also nochmals, ich spüre hier viel Geld bei dir. Irgendwie bekommst du hier Geld. Du bekommst Geld hier. Und das wird schnell kommen. Frag mich nicht woher, aber du siehst ja die Energie, wie sie zeigt. Ich sehe hier Geld. Sehr viel Geld. Und wenn du Schulden hattest, es kommt hier eine Gerechtigkeit auf dich zu. Und das ist der Grund, warum du dann, die Energie fragt dich, bist du bereit jetzt für das Neue, was kommt? Möchtest du hier eine Reise machen? Es kommt hier eine klare Transformation in deine Energie. Möchtest du jetzt eine Reise machen? Du bist nicht mehr die gleiche Person wie gestern, Schütze. Du hast dich verändert, du hast dich transformiert. Du möchtest jetzt was Neues, was anderes, natürlich. Solange man lebt, egal wie alt man ist, das sage ich immer, egal wie alt man ist, solange man lebt, sind alle Türen offen. Eigentlich schon. Sind alle Türen offen. Ich kann alles machen. Ich kann was Neues lernen. Ich kann immer wieder neu anfangen. Natürlich. Natürlich. Es kommt jetzt drauf an. Wie jeder, aber möglich ist das schon. Möglich ist das schon. Und das ist, was ich hier habe. Das Gefühl, was ich hier habe, ist, dass du eine Transformation hinter dir hast, dass du nicht mehr die gleiche Person bist und dass du was Neues anfangen möchtest, ja. Die Energie zeigt sich, ja. Die Energie zeigt sich. Ich sehe hier diese Transformation bei dir. Die Transformation ist da. Und nochmals, Schütze, du hast hier die Nummer 5. Die Nummer 5 spricht über Veränderungen. Die sind Veränderungen, ja. Ja, Veränderungen, und das sieht man, das ist die neue Welt. Nochmals, das ist eine Behörde, das ist eine Gerechtigkeit. Das kann mit einem Polizist oder sogar die Polizei zu tun haben. Ich meine, eine bestimmte Situation, die bei dir war, was sogar mit der Polizei zu tun hatte, weil die Gerechtigkeit ist da. Aber auch, ich sehe schon einen Polizist hier, das hatte ich schon vorher gesehen. Also irgendeine Ungerechtigkeit wurde bei dir schon mal gemacht. Und jetzt bekommst du natürlich das Geld zurück, was dir gestohlen wurde sogar. Dir wurde Geld gestohlen, irgendwie. Ich weiß, das spricht nicht für uns allen. Aber irgendwie die Energie zeigt sich für eine Gruppe. Jede Energie zeigt sich. Es ist eine Gerechtigkeit hier. Die Zeit genommen hat, mit einer Vergangenheit zu tun hatte. Und es kommt hier diese Schulden, Geld, was du zurückbekommst, ja. Sternzeichen Löwe und die Nummer 10. Wir reden hier wirklich über eine neue Situation für dich. Also Schütze, interessante Energie. Und wenn ich dir ehrlich bin, momentan nicht nur bei dir, sondern eigentlich diese Energie zeigt sich bei mehreren Sternzeichen, ja, also diese starken Veränderungen hier. Ich meine jetzt, Schütze, wir haben momentan den Monat Mai. Den Monat Mai ist die Nummer 5. Die Nummer 5 hast du jetzt für kommende Woche als Energie. Und den Monat Mai sprichst du über Veränderungen. Klare Veränderungen, bis der Monat zu Ende kommt. Also wir reden über klare Veränderungen. Und das ist die Nummer 5. Und das ist die Karte der Hierophant. Für jeder von uns, in eine andere Richtung und so weiter, aber die Veränderungen sind da. Und das ist Monat Mai, ja? Also von da aus, die Energie zeigt sich interessant. Jemand beobachtet hier nochmals, jemand hat hier was vor, jemand, und das kann, wie gesagt, sogar mit einer Reise natürlich zu tun haben. Das ist natürlich sehr gut möglich. Eine Handlung wird hier gemacht. Die Karte, die Welt ist da. Schütze.
Lassen wir uns überraschen, oder? Ich meine, was soll ich dir sagen? Also ich bin genauso gespannt wie du. Die Energie ist natürlich interessant. Überhaupt die Synchronisierung mit anderen Sternzeichen ist da. Und von da aus manchmal kann man sich auch ein bisschen mehr Bestätigung holen. Also ich danke dir für deine Likes und deine Abos, Schütze. Dankeschön und wir sehen uns bald, ja? Danke, tschüss.